setzen Sie taktische Atomschlag 50 mal ein. Energieschilde aktiv. Okay, das Energieschild war ja mal voll für den Arsch. Volle Kraft voraus. Waffensysteme bereit. Energie auf Schilde umgeleitet. Was macht er denn da? Komm zurück. Bestätigt. Hallo. Volle Kraft voraus. Komm zurück, verdammt. Im Gange. Erst jetzt auch mal hier hin. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Zieh ich euch mal hoch, alle. Verstanden. Roger. Schilde oben. Okay. Kampfstationen. Alle drauf. Jetzt auf das Lager hier. So. Petrochemikalien auch eingesammelt. Volle Kraft voraus. Ist hier irgendwo noch ein Turm? Nein. Roger. Grafen. Nee, warte. Erst das drin. Sind unterwegs. Magnetit. Immer wieder. Man muss immer aufpassen, nicht, dass man irgendein Lager mal übersieht. Okay, das eine hat mir jetzt gerade null gebracht. Volle Kraft voraus. Weil ich hier nicht durchkomme. Koordinaten bestätigt. Jawohl, wir sind voll mit Treibstoff. Bereit für Einsatz. Naja, komm, das lohnt sich jetzt hier nicht. So, zack. Hier haben wir nichts mehr. Oh, da ist ein Turm. Boah, die sieht man immer so schlecht. Grünes Licht. Ziel bestätigt. So. Alles ich habe was. Energieschilde aktiv. Alle zum Einsatz. Drauf. Und grünes Licht. Na komm. Energieschilde. Setzen wir mal die Energieschilde drauf. Da vielleicht nochmal Unterstützung. Schilde und Turbinen auf Maximalleistung. Systeme bereit. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand die hart erarbeiteten Daten nutzt. Es war nicht leicht, ihren Hauptrechner zu hacken. Und ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Gut. Militärstufe 12. Wir könnten das hier upgraden für 600.000, aber das machen wir jetzt mal nicht. Das könnten wir das nächste Mal machen dann. So, beenden wir. Sehr gut. So erledigt das ein Insider. Ich habe die Daten, die du wolltest. Und noch ein paar Daten für mich, an denen ich privat interessiert bin.
Sie wird eines Tages eine Gegenleistung für ihre Dienste erwarten. Aber was zählt ist, dass sie Drake einen harten Schlag verpasst haben. Er wird sich bald davon erholen, aber im Augenblick sind wir im Vorteil. Und das müssen wir ausnutzen. Das Fehlen von erneuerbaren Energiequellen ist die größte Schwäche der Erde. Besonders in konfliktreichen Zeiten wie diesen. Aber sie halten den Schlüssel für eine friedliche Zukunft in der Hand. Das Mondlizenzierungsprogramm ist so gut wie abgeschlossen. Okay, dann übertragen wir jetzt mal Energie. Von hier nach hier. Ja, sagen wir mal 3500. Energietransmitter online. Starte Testprotokoll für Energietransfer. Alle Parameter grün. Energietransfer erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Ziele des Mondlizenzierungsprogramms erfüllt. Die Fusionsenergieübertragung wird nun den Energiebedarf der Erde decken und der Menschheit die Entwicklung neuer Raumfahrtmethoden ermöglichen. Die Global Union ist dankbar für ihre Kooperation. Ein letzter Punkt im Projektplan ist noch offen. Und zwar, Ihnen zu danken. Für alles, was Sie für die Menschheit getan haben. Sie sind ein Vorreiter einer neuen Ära des Wohlstandes. Die Union hat große Pläne. Ihre Firma wird der offiziell von der Regierung zugelassene Lieferant von Mondressourcen sein. Und als Zeichen der Dankbarkeit erhalten Sie Baugenehmigungen für ein Firmenhauptquartier nach Ihren Vorstellungen. Verbindung wird hergestellt. Verbindung mit was? Okay, Leute, das war das Ende des Mondlizenzierungsprojekts. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wer hätte es gedacht, dass wir uns hier nochmal wiedersehen. Ich glaube, ihr habt jetzt gerade noch einen Teil von einer Aufnahme gesehen, die bereits, ja, fast ein halbes Jahr zurückliegt. Zumindest ungefähr so. Und mittlerweile hat sich einiges getan. Also das hier ist ein komplett anderer Spielstand als den wir hatten. Ich habe ja privat einiges gespielt. Und darum sieht es ja auch schon ein bisschen verwinkelter aus, was die Transportrouten anbelangt. Es wurde mittlerweile auch das Tundra DLC released. Also hier die Vanha-Ebene. Und vor ein paar Tagen kam die Orbitalstation dazu. Wir wollen uns jetzt als allererstes mal die Tundra-Ebene anschauen. Die Tundra-Ebene, also die Tundra, die Vanha-Ebene. Und dann werden wir uns später in den Orbit begeben. Auf dem Mond sind wir ja schon, aber jetzt werden wir auch den Orbit komplett für uns beanspruchen. Und zerstören. Auf jeden Fall. Wir haben hier oben auch noch andere Sachen. Ich hatte hier mal das ist Schwierigkeitsstufe gerade Mittel ist das hier. Ich hatte mal ein Plus von über 400.000 und dann kam dieses Veteran-Update vor ein paar Monaten. Und das Veteran-Update hat so ein paar Schwierigkeiten hinzugebracht. Also irgendwie die Transportrouten und so weiter kosten mehr. Es gibt irgendwie größere Logistikkosten und dann hat sich von... Sorry, falls ich dich nerve. Schnauze, ich rede. Dann hat sich das Ganze von 400.000 Credits plus auf so 80.000 Credits plus heruntergesinkt. Und dann wurde auch noch mit dem Big Five Update die Börse hier ja, integriert. Wir haben hier zum Beispiel Aktien. Also jede Firma hat 2, 4, 6, 8, 10 Aktien. Und die kann man kaufen. Weil was anderes macht man mit Aktien ja auch nicht. Und dann bekommt man Credits hier dazu, also die zur Credit-Bilanz bekommt man was dazu, beziehungsweise was abgezogen. Je nachdem, die Barra Foxcom, ich bin gerade dabei, die Barra Foxcom zu übernehmen, die hat eine Credit-Bilanz von minus 9.600 jetzt gerade. Und das wird mir natürlich hier schön drauf gerechnet. Sieht man auch bei, ich glaube bei Firmenanteile ist es. Da sieht man, wie viel Credits ich dazu bekomme, beziehungsweise abgezogen bekomme. Und diese einzelnen Aktien, die kosten natürlich schön. Ne?
Man sieht auch, ich bin nicht Herr meiner eigenen Firma, denn ich habe gerade ziemlich wenig Geld. Ich habe ein Kontolimit von 11 Millionen 400.000. Und so eine Aktie geht teilweise schon für 5 bis 7 Millionen weg. So, was ist das denn? Technologie-Nexus, das ist mir komplett neu. Das ist für den Raum, also für die Raumstation, für Orbit. Das kommt später. Wir wollen uns jetzt erst als erstes mal die Tundra anschauen. Ich habe ja auch schon ein bisschen gespielt, so ist es nicht. So, gehen wir hier mal runter. Wir haben denken unkonventionell. Die Feldforscher, das sind die Schnauze jetzt. Das sind die zweite Stufe. Die erste Stufe sind die Ökologen. Und was hier ganz neu und revolutionär ist, ist das Moos. Hier kann man Moos herstellen, beziehungsweise ernten, formen, Dingens, ne? Und so gibt es eine komplett neue Art, Vitamin-Drinks herzustellen, und zwar durch Wasser und Moos. Gibt es ja in den normalen Sektoren jetzt nicht. Da braucht man ja diese Äpfel, ne, Obst ist es. Lasst mich mal kurz nachschauen. Wo ist es denn? Da ist es. Früchte! Ja, Früchte, Obst. Ist ja dasselbe. genau. Und Moos ist ziemlich wichtig. Wir haben hier zum Beispiel Bohrplattformen und so weiter, die fördern dieses Naturgas. Das kann man dann hier in diesen Kraftwerken zur Energie machen. Auf jeden Fall. Was aber sehr interessant ist, ist Biokatalyst. Denn das ist richtig nice. Das ist richtig, richtig nice. In 2205 hier hast du ja, du hast eigentlich bei Anno immer das Problem, dass du zu wenig Platz hast für das alles, was du bauen willst. Und dieses Biokatalyst. So viel also dazu. Aha. Das interessiert keine Sau. Tut mir leid. Dieses Biokatalyst verdoppelt den Ertrag von einer Station. Also zum Beispiel hier von dieser Moosplantage. Da habe ich jetzt einen Agrarbiokessel hinzugefügt. Wo ist er denn? Ich glaube, das ist er. Genau. Produktionsrate mal 2. Der verdoppelt die Produktion, allerdings verdoppelt er auch die Unterhaltskosten. Na, also, ihr kriegt nicht 2 in einem, sondern schon 2 in 2. Somit spart ihr erstens Platz und zweitens Platz. Und zwar ist es auch so, dass er bloß die Unterhaltskosten... Das beschert uns... Schnauze jetzt, alter Mensch. Dass hier unten die Wartungskosten verdoppelt werden, beziehungsweise die Unterhaltskosten. Allerdings werden nicht die Rohstoffkosten verdoppelt. Das wird nicht geschehen. Jetzt muss ich... ob ich euch hier da was zeigen kann, weiß ich nicht. Oh, hier wird's schwierig mit sowas. Ich zeig's euch gleich. In den gemäßigten Gebieten. Da könnt ihr das gut sehen. Und ich habe hier halt riesige Plantagen gebaut, auf denen dieses Biokatalyst hergestellt wird. Und Bioharz und Moos ist ja eh in Mengen vorhanden. Und somit läuft das ganz gut. Würde ich sagen, wa? Du hast hier, ja gut, du hast hier auch so einen Sektorauftrag und so weiter. Ist nicht recht spannend, genauso wie die anderen. Sektoraufträge ist es auch wieder, ich fliege das nach hier hin oder finde 5 Wissenschaftler und was weiß ich. Also nichts Großartiges, was man jetzt groß erwähnen müsste. Ansonsten Tundra-Ebene. Mal ganz kurz schauen, ich habe es auch noch ein bisschen länger nicht mehr gespielt jetzt. Ja gut, man hat ja natürlich die... Sie denken unkonventionell. Und das macht sie erfolgreich. Alter, jetzt immer statt. Sachen wie Medibots, Allwetterparkers sind hinzugekommen. Oder was sie haben wir noch? Sie könnten einfach reinschneiden. Smart-Drohnen. Nett von Ihnen. Genau. Und das Problem... Genau, das habe ich komplett vergessen. Das Problem bei diesem Biokatalyst-Sachen ist, dass es man ja bloß auf Bio-Plantagen anwenden kann. Dazu wechsle ich jetzt mal ganz kurz den Sektor. Wechseln wir mal nach hier. Es gibt auch noch etwas, das heißt... Fuck, wie heißt es denn? Aerogel oder sowas ähnliches? Aerogel.
Arogl. Nein, so, das bestimmt nicht. Auf jeden Fall, das ist zuständig für solche Fabriken. Also, zum Beispiel diese Elektronikeinrichtung, diese Nanotextilfabrik, die kann man bloß verbessern mit diesem Elektronik-Arogl-Silo. Was natürlich mit dem Biokatalyst kompletter Schwachsinn wäre, weil hier ja nichts Biologisches läuft. Das ist eher hier, zum Beispiel der Rinderfarm. Da könnte ich so einen Biokessel hinbauen.